Der Ofenmensch schaut gern willkommen in Österreich. Und während er willkommen in Österreich schaut, dann macht er was ganz Besonderes. Was, das machst du, was? Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Sprich zu dir laut. Willkommen in Österreich. Ahoi! Damen und Herren, in jedem von uns steht wieder die Sonne. Vertreiben wir die Wolke und lassen wir sie scheinen. 200 Mal stärker scheinen heute Dirk Stürmer und Christoph Grüßemann! Zur 200. Ausgabe von Willkommen Österreich. Ja, herzlich willkommen zur 200. Ausgabe von Willkommen Österreich. Lieber Ernst Strasser, nur noch 200 weitere Ausgaben und du bist wieder frei. Ja. Ah, herrlich, 200. Ausgabe und zum ersten Mal zwei wirkliche Weltstars, die hier zu Gast sind. Zum einen Christoph Maria Gästemann und ich Dirk danke dir. Nein, wir haben heute wirkliche Weltstars als Gäste. Meine Damen und Herren, Klaus-Maria Brandauer und Matthias Schweighöfer zu Gast bei uns in der 200. Jubiläums. Ausgabe. Das Ganze, ja, fantastische Gäste, das Ganze auch heute wieder begleitet von der neuen Hausband von Gérard Depardieu, Ruskaya. Ja. Übrigens, Gérard Depardieu, Stiermann. Gérard Depardieu, weil du hast gesagt, hast du es gelesen, Gérard Depardieu trinkt pro Tag 6 Liter Wein. Wirklich, 6 Liter Wein. Man sieht es ihm auch irgendwie an, ne? Und die ersten beiden Liter, die er zum Frühstück trinkt, bezeichnet er als Durstwein. Sie fragen sich, warum wir so braun sind, oder? Wir kommen gerade aus Australien. Stermann war ja dort der Ersatzkandidat für den Ersatzkandidaten von Helmut Berger. Und ich habe ihn begleitet und ich bin auch überrascht, dass ich immer noch so braun bin. Normalerweise erbleiche ich schon am Rückflug wieder, aber ich sehe wirklich fantastisch aus, muss man sagen, oder? Obwohl ich mich gar nicht, was gibt's da zu lachen? Obwohl ich mich gar nicht so fühle. Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, muss ich sagen. Ja, Grippezeit. Hab morgen einen Arzttermin. Mag aber nicht hingehen. Ich sage einfach, ich bin krank. Ja, Grippewelle und gleichzeitig Ballsaison. Man weiß nicht, wovon man mehr Angst haben soll. Am Freitag Offiziersball. Ja. Ich frage mich, wie man das dort handhaben wird. Wird es geben verpflichtendes Tanzen für die Leute oder gibt es Berufstänzer? Weiß man noch nicht. Letzte Woche gab es schon den Ball der, was war das nochmal? Bauernbundball, glaube ich. Bauernbundball, kennen Sie wahrscheinlich. Bauernbundball, das ist so eine Art Opernball für Arme. Ja. Nächste Woche wird es geben den Zuckerbäckerball, das ist so eine Art Opernball für Warme. Ja! I know a little shanty town where all the people gather round. See them dancing all the way like little people all the way. You think they are in a trance. Melodies from their guitars leave you just gazing at the stars. Keep on smiling, keep on smiling, the very best is there for you, just go out and take a view.
is there for you. Just go right out and take a few. Keep on smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. The very best is there for you. Just go right out and take a few. Keep on smiling. The very best is there for you. Just go right out and take a few. Aus Klagenfurt, unsere wunderbaren Tänzerinnen. Kata Max Dance Company. Dankeschön. Herzlichen Dank. Dankeschön. War sehr, sehr gut. War wirklich gut. Vielen Dank. Keep on smiling. Das ist in Wahrheit jetzt auch wieder das Motto für Helmut Berger, oder? Ja. Er ist nach 2 Tagen wieder draußen aus dem Dschungelcamp. Ja, hat trotzdem das ganze Geld da verdient. Da hat man den Maden einiges erspart. Richtig, ja. Helmut Berger, der Weltstar, Dorian Gray, ne? Im Dschungel, in diesem Ekelcamp, das passt doch nicht zusammen. Das ist irgendwie so, als würde Michael Haneke bei Bauer sucht Frau mitmachen, oder? Ja. Gott sei Dank ist er wieder draußen, dieser große, er hat natürlich für wahnsinnige Skandale gesorgt, der Berger, schon im Vorfeld, schon beim Flugzeug von Frankfurt nach Australien hat er sich wahnsinnig aufgeregt, im Flugzeug mit sich mit den Stewardessen angelegt, hat einen interessanten Satz gesagt, Berger, er hat gesagt, Wahnsinn, das WC im Flieger ist viel zu eng, um zu Ende zu scheißen. Ja? Ja, interessanter Satz, ne? Das heißt, es war offensichtlich nicht zu eng, um damit zu beginnen, aber zu eng, um es zu Ende zu bringen. Gibt es noch anderes von Stars zu berichten? Vieles. Wer war der Star, der letztes Jahr am meisten gegoogelt wurde? Gegoogelt? Ja. Felix Baumgartner. Felix Baumgartner. Auch schockierend, hat Drogen genommen. Mm. Ja. Felix Baumgartner hat einen Joint geraucht, also nicht während des Sprungs, sondern als... als Teenager, wer auch einen Joint geraucht hat, Justin Otter. Bieber. Justin Bieber, ja. Justin Bieber, ja. Das war schockierend, Justin Bieber. Weil der geraucht hat, fangen jetzt viele gar nicht erst an zu kiffen, weil sie sagen, das ist so uncool kiffen. Ja. Justin Bieber übrigens hat seinen Bodyguard zusammengeschlagen. Justin Bieber hat seinen Bodyguard zusammengeschlagen. Wie geht das? Oder? Wie soll das gehen? Ich meine, der Mann, der einen Bodyguard eingestellt hat, den Justin Bieber zusammenschlagen kann, der gehört entlassen, richtig? Ja, aber kommen wir doch einfach zu den seriösen und wichtigen Themen im Jahr 2013. 2013 ist das Superwahljahr. Ja. Haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Was steht an? 2 Volksbefragungen, 4 Bundesländerwahlen und 1 Nationalratswahl. Ja. Detail am Rande. Das BZÖ tritt in Niederösterreich nicht an. Keine Zeit. Ne? Ja, beim BZÖ muss man sich auf die Wahlniederlagen in Kärnten und bei der Nationalratswahl konzentrieren. Mhm. Das heißt, Sie bleiben zu Hause einfach. Ja, richtig, ja. Mal ganz ehrlich, 2012 war für das BZÖ ein echt beschissenes Jahr, oder? Ja, mal Klartext sprechen, warum eigentlich nicht? Auch Klartext gesprochen, hast du mitbekommen, diesen Skandal in Salzburg, wo es diese Eislauffläche gab, wo man kein Eis verwendet hat, sondern PVC. Richtig, am Eislaufplatz in Salzburg statt Eis PVC verwendet. Und das hat unfassbar furchtbare Konsequenzen gehabt. Also die Bilanz ist ein Riesenflop dieses PVC-Eises. Und von den 3000 Kindern, die letztes Jahr dort am Vormittag das Eislaufen gelernt haben, von denen fehlt jede Spur. Was? 3000 Kinder weg? Plötzlich verschwunden? Was ist los in Salzburg? 3000 Kinder weg, 400 Millionen Euro weg. Was ist da los? Welche Konsequenzen zieht die Innenministerin? Ich werde sicherlich nicht zurücktreten, denn ich bin Innenministerin. Richtig. Ja. Wenn das kein Argument ist, aber nochmal, bitte. Das ist eigentlich nicht zum Lachen. 3000 Kinder verschwinden plötzlich am Eislaufplatz. Ich dachte, nachhaltig verschwinden kann man in Österreich nur in Wien im Eissalon. Du weißt, ich gehe so gern Eislaufen. Muss ich jetzt in Wien auch Angst haben? Es hat keinen Sinn, ihn zu fragen. Ich frage mal jemanden, der sich auskennt, nämlich Vizebürgermeisterin Brauner. Wie viele Menschen profitieren denn in Wien? Also in der Hotellerie und Gastgewerbe. Wir haben wahnsinnig gut gesungen übrigens, findest du auch? Das ist nicht gut gesungen, haben wir eben. Ja, das war mal richtig gut. Okay, danke, reicht schon. Das Thema, das uns alle beherrscht hat die letzten Wochen, ist natürlich die Volksbefragung am Sonntag. Wehrpflicht, ja oder nein? Ich bin als Deutscher für die Wehrpflicht in Österreich. Ich kann eh nicht eingezogen werden. Ja. Was ist mit dir? Warst du eigentlich beim Bundesheer, lieber Christian? Na?
Nein? Nein, ich bin sogar nicht beim Zivildienst genommen worden wegen Gewissensgründen. Warum? Man hat herausgefunden, ich habe gar kein Gewissen. Wenn man gar kein Gewissen hat, was macht man dann? OF. Gott schütze Österreich, das österreichische Bundesheer wird es nicht schaffen alleine. Das österreichische Bundesheer ist ja schlechter ausgerüstet als, sagen wir mal, 5 durchschnittliche amerikanische Teenager. Richtig? Ja. Ja, ich mache mir Sorgen. Es ist überhaupt wahnsinnig schockierend in Österreich, oder was die Kriminalität betrifft. Wegen diesen iranischen Leuten, ja, oder was? Ja, es gibt angeblich in Wien 100 iranische Agenten, die Spionage betreiben. Für Ahmadinejad. Ja, 100 iranische Agenten, die Spionage betreiben. Frage: Wartet Michael Nirvarani auf einen Anruf aus Teheran, um sich dann im Kabarett Simpel in die Luft zu sprengen? Ich habe Angst. Das wäre aber geil, weil was gibt's Neues? Ja. Ich habe Angst, oder? Ich habe auch Angst. Was sagt denn die Wiener Vizebürgermeisterin dazu? Ja, es ist wirklich, wo man hinschaut, regiert die Angst, ja, und es regiert der Schrecken in Österreich. Also, ich habe wirklich... Schau mal, wie ich glänze. Kann mich jemand abtupfen können? Mir ist wirklich der kalte Schauer über den Rücken gelaufen, als ich das hier zum Beispiel im Fernsehen gesehen habe. Dieser Überfall ist nur gestellt. Der Täter, ein Kriminalist der Wiener Polizei. Ja, unglaublich, oder? Schrecklich. Schrecklich. Ist das nicht schrecklich, Stefan? Mhm. Du, ich habe gehört, in Italien werden jetzt 100 neue McDonald's-Filialen eröffnet. Das finde ich gut. Das ist eine gute Idee, oder? Ja. 100 neue Filialen. Immer wenn ich in Italien bin, denke ich mir auch, wenn hier irgendwie mal was Gutes zu essen da wäre. Es gibt jetzt auch neu in Deutschland bei McDonald's, da kriegt man jetzt zum Happy Meal dazu ein Kinderbuch. Aha. Das finde ich ganz gut, oder? MacBook. Ja, ein MacBook. Na wirklich, es wird ein Kinderbuch. Zum Beispiel der alte Klassiker, die kleine Raupe Nimmersatt. Ne? Kennt jedes Kind und auch die Eltern, die hier sind. Und das ist jetzt eben neu rausgekommen im Cheeseburger Verlag. In der McDonald's-Version, schauen Sie, wie das ist. Dann die kleine Raupe, die da ist. Ne? Am Montag fraß sie sich durch einen Milkshake. Aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch Pommes frites, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch Chicken McNuggets, aber satt war sie noch immer nicht. Nein. Am Donnerstag fraß sie sich durch Muffins, aber satt war sie noch immer nicht. Nein. Und am Freitag fraß sie sich durch Burger, aber satt war sie noch immer nicht. Nein. Ja? Und was wird dann aus ihr? Eine fette Raupe mit Adipositas. Ja. Wahnsinn, das ist traurig. Sehr schön. So, Stefan, kennst du eigentlich den ungeschicktesten Vulkan? Nein. Schau. Auf der Halbinsel Kamtschatka im fernen Osten Russlands liefert ein Vulkan derzeit ein beeindruckendes Schauspiel. Der Tolpatschik ist ausgebrochen und spuckt Gas, Asche und Lava aus. Der Tolpatschik. Ja? Tolpatschik. Ja, meine Damen und Herren, die 200. Sendung ist heute und viele Leute freuen sich darüber. Auch viele Kollegen haben uns gratuliert, auch innerhalb des ORF. So, ja, wir von der Information wollen ein Geschenk bringen. Wir werden da jetzt ein Geheimnis lüften. Was wurde eigentlich aus Fips der Maus, den man von der Familie Betz kennt? Man hat nicht gewusst, Bub oder Dirndl. Fips die Maus ist heute der Außenminister und der Vizekanzler Spindelecker. Fips Spindelecker ist bekannt für seine käsige Art. Ja. Jetzt wissen wir, woher das kommt. Apropos Maus, wir haben noch eine Ratte. Niki Lauda hat sich ja selbst immer als Ratte bezeichnet. Was macht der Niki Lauda eigentlich gerade in diesem Moment? Schalten wir mal hin, wo er gerade ist. Ja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal, ob wir verloren haben. Ja, schauen wir. Ich habe nichts zu verlieren, ne? Wenn wir es finden. Ne? Schauen wir mal da. Ja. Was ist da? Na da, schauen Sie mal her, kommen Sie mal her, nehmen Sie es auf, ne? Nehmen Sie mal auf, da, schauen Sie mal nach. Da, 5 Cent, ne? Oder dann nur 10 Cent, ne? 15 Cent, ne? Wenn es so weitergeht, ne? Habe ich was verdient, ne? Gehen wir da weiter, ne? Das ist wunderbar. Na, ist ja so, natürlich gehört mir diese Fluglinie nicht mehr, ne? Weil es ist natürlich klar, dass ich meinen Schlüssel behalten habe, ne? Damit ich da immer wieder mal schauen kann, ob alles in Ordnung ist, ne? Das machen wir bei Wohnungen auch so, ne? Und der Vorteil da ist, wir haben da einen eigenen Sender, ne? Da wird immer durchgegeben, wo irgendwo gerade irgendein Fest ist. Schauen wir mal nach, was da ist.
Es ist so, dass jetzt soeben das Fest des Tages ist, das After-So-Fest von 200 Mal Willkommen Österreich. Alles ist gratis, wenn Sie dort hineinkommen. Alles gratis für alles Norder. Ja, werden wir uns gleich notieren. Willkommen Österreich-Fest, da schauen wir gleich hin. Danke, dass du mir das Kapperl geben musst. Jetzt komme ich auch da rein. Sie hätten mich nicht reinlassen. Ja? Ja, es war so, dass mir da jetzt das Gesicht eingeschlafen war wegen dieser ganzen Visagen. Es ist ja wirklich furchtbar, was man sich immer anschauen muss, rundherum nur Scheußliches anzusehen. Alles ist scheußlich. Ja, danke, dass dabei zu mir schauen. Ich kann nur sagen, heute Mittag hat der Gera einen Krautstrudel gefressen und er lässt einen Schaß nach dem anderen. Es ist furchtbar. Naja, ich möchte mich auch hiermit outen. Mein Name Gera ist ja Nomen, ist omenmäßig so, dass es bei mir im Bauch permanent gärt. Ich lasse heute wirklich einen Schaß noch an. Dann tut mir sehr, sehr leid, dass ich einen Schaß los. Jetzt gleich. Entschuldigung. Ja. Meine Damen und Herren, Peter Hörmanns-Eder von Maschek. Ja, heute ganz alleine. Liebes Publikum, Sie sind es gewöhnt eigentlich, dass die Kabarettgruppe Maschek zu dritt auftritt. Mhm. Ja, leider sind zwei Mitglieder während der Grippewelle jetzt verstorben. Und Peter Hörmanns-Eder muss es alleine machen, aber er kann es auch allein. Ne? Ja. Großartig. Einer ist im Dschungel. Einer ist im Dschungel. Einer ist im Dschungel, ja, in Australien. Zwei, die sicher nie im Dschungelcamp landen werden, sitzen erstens hier am Schreibtisch und zweitens kommen die gleich zu uns. Es handelt sich um geniale Schauspieler, oder? Zu uns kommt Matthias Schweighöfer und dann der große Klaus-Maria Brandauer. Und was diese herausragenden Gentlemen eventuell miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger exklusiv für Sie herausgefunden.